Moin, in diesem Video zeige ich euch ein bisschen was über HTML5 und CSS3. Das sind die neuen Standards des W3C-Konsortiums. Mit HTML und CSS3 könnt ihr eure Websites erstellen und designen. Am besten erstellt ihr euch als allererstes einen Ordner, den ihr nach eurer Website benennt, also einfach auf dem Desktop am besten einen Ordner mit meine Webseite oder so, je nachdem, was ihr euch vorstellt. Dann erstellt ihr ein neues Textdokument. Ich mache dieses über meinen Editor. Wenn ihr wollt, könnt ihr über den Windows Editor arbeiten, über Notepad++ oder über Atom, so wie ich. Ich finde Atom vom Highlighting am besten, erkläre ich euch später noch ein bisschen. Vielleicht mache ich noch ein kleines Video dazu, welchen Editor ihr für was benutzen solltet. Die Editor findet ihr meistens kostenlos im Internet zum Downloaden. Müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen. So, ich erstelle einen neuen File, in dem ich einfach hier eingebe, wie ich es nennen möchte. Zum Beispiel index.html. Das Index ist der Dateiname. Das ist sozusagen die Home-Seite. Hierhin navigiert der Browser als allererstes, wenn er euren Webserver erreicht. Das HTML steht für die Dateiendung. Erklärt sich von selbst, denke ich, oder? So, als allererstes in die erste Zeile schreiben wir doctype HTML. So, dadurch erkennt der Browser erstmal, dass ihr mit HTML5 arbeitet. Das war zu Zeiten von HTML Strict oder XML noch eine dreizeilige Anweisung. Das wurde jetzt in HTML5 deutlich erleichtert. Gefällt mir sehr gut. Als nächstes erstellt ihr ein HTML-Tag mit HTML, LANG für Language, gleich in diesem Fall DE für Deutsch. Und da kann ich direkt die Struktur von HTML erklären. Jedes Tag, was ihr öffnet, wird auch wieder geschlossen. Und das ist eigentlich mit jedem Tag so, außer mit diesem hier. Das ist einfach nur ganz oben und sagt dem Browser, wo es lang geht. Wenn ihr jetzt ein zweites Tag erstellt, ich erstelle mit euch jetzt ein Grundgerüst. Das ist hier der Head. Macht es bitte genauso wie ich, indem ihr das mit Tabulatoren hier vorne einrückt. Damit bleibt das Ganze übersichtlicher, wenn ihr am Ende Websites mit 600, 700, 800 Zeilen Code habt, könnt ihr trotzdem noch durchblicken. So, in jeder Website gibt es einen Head-Bereich, genauso wie einen Body. Der wird geöffnet, geschlossen. Näheres kommt nun. Im Head-Bereich stehen verschiedene Angaben, die der User selber nicht unbedingt sieht, sondern nur der Browser benötigt. Wir haben zum Beispiel einen Title, das ist in diesem Fall Testprojekt Hello World. Das Ganze schließen wir gleich wieder. Jetzt habe ich das Tag vergessen. Übrigens, diese Zeichen hier macht ihr neben dem Y mit oder ohne Umschalt, je nachdem, in welche Richtung es zeigen soll, für die, die das nicht wissen. Hiermit beschreibt ihr, was genau in der Tab, in dem Tab angezeigt werden soll. Sprich, wenn wir das jetzt mal für Facebook benutzen, wäre das dieses hier. Der Titel von Facebook heißt Facebook. Je nachdem, was ihr da reinschreibt, wird drin stehen am Ende. So, dann als nächstes kommt das Meta-Tag, Name gleich Author. Moment, Author. Das ist der Autor. Als erstes wird immer der Typ dieses Meta-Tags angegeben und danach der Content. Das ist in diesem Fall Jonas und mein Nachname.
Dann, da könnt ihr übrigens angeben, was ihr wollt. Nur wenn ihr da später eine richtige Website draus macht, die im Internet steht, sollte da eigentlich euer Nachname drin stehen, weil ihr, sobald ihr eine Internetseite ins Netz stellt, müsst ihr immer euren Namen und eure Adresse angeben wegen den Haftungsausschlüssen. Als nächstes Meta-Tag würde ich einstellen. Das ist also die Reihenfolge ist vom Prinzip her egal. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr wollt. Ich mache es meistens in dieser Reihenfolge. Der SHA-Set, je nachdem, in welcher Sprache ihr angehört, ich denke mal, ihr seid alle Deutsch, benutzt ihr den UTF-8 SHA-Set. Das ist der europäische SHA-Set. Damit könnt ihr auch die Umlaute sowie SZ auf eurer Website vernünftig anzeigen. Als nächstes würde der Metaname Description kommen. Content ist gleich. Hier lernen wir ein bisschen HTML5 und CSS3. Das Ganze schließen wir. Zeige ich euch gleich, was das ist. Metaname ist gleich Keywords. Content ist gleich Mensch. Hier fügt ihr ein, was auf eurer Website anzuzeigen wird. Also wenn ihr jetzt eine Website über Hunde schreibt, könnt ihr hier Hunde, Dackel, Mops, Gassi gehen, je nachdem, worüber ihr schreibt. Das sind die Keywords, nach denen Google indexiert. Sprich, die Worte, nach denen man bei Google sucht, um auf eure Website zu kommen. Das müsst ihr euch selber überlegen. Da gibt es verschiedene Tricks, wie ihr am besten auf eure Website verweist. Müsst ihr durchaus probieren und rumfuchsen lernen. Irgendwann kriegt ihr das hin, dass eure Website auf der ersten Seite steht. Was allerdings nicht immer ganz leicht ist, weil viele Webseiten auch sich die Plätze einfach kaufen mit Google AdWords. Kann ich euch nicht empfehlen, ist sauteuer und man kann es auch so erreichen, dass ihr ganz oben steht, beziehungsweise fast ganz oben. So, als nächstes würde ich, je nachdem wie ihr es machen wollt, wenn ihr ein, mir fällt der Name immer nicht ein, wenn ihr eine Website erstellen wollt, die auch auf den Mobilgeräten angezeigt werden kann, vernünftig, gebt ihr einfach bei Metaname ein Viewport. Content ist gleich with gleich device Bindestrich with initial Strich Scale ist gleich 1,0, Maximum. Maximum Scale ist gleich 1,0. User Scalable gleich No. Schließen. Ich werde diesen Quelltext eventuell hochladen, eventuell auch nicht, muss ich mir noch überlegen. Dann könnt ihr euch das einfach kopieren, sonst müsst ihr es einfach abschreiben. Irgendwann könnt ihr das auswendig, wenn nicht, müsst ihr es euch jedes Mal kopieren. Dafür erstellen wir jetzt ja gerade dieses Grundgerüst. Ihr könnt am besten hier bei dem Keywords auch einfach noch nichts eingeben, sondern einfach XXX. Und bei Content genauso, damit ihr das später noch einfügen könnt, was ihr wollt. Übrigens, zwischendurch am besten immer speichern. Ich speichere eigentlich so gut wie nach jeder Zeile einmal ab. Das mache ich mit STRG und S. Ja, ist einfach besser, wenn ihr euch das angewöhnt, so nee, sofort nachdem ihr was geändert habt, zu speichern, weil ihr dann am Ende keinen Datenverlust habt, wenn euer PC mal abschmiert oder sowas. Glaubt mir, das passiert ganz schön oft. Auch mit einem guten System. So, als nächstes möchten wir natürlich ein schönes Icon haben neben unserem Titel. Das wird aber nicht mit einem Meta gemacht, sondern das wird mit einem Link.
Relation zu Shortcut Icon Type gleich Image slash x minus Icon href ist gleich img slash favicon.ico schließen. Darauf komme ich auch später noch zu sprechen. Und dann haben wir noch einen Link Relation Style Sheet href ist gleich style.css type ist text slash css schließen. Damit wäre unser Head-Bereich vorerst fertig. Ich erkläre euch jetzt noch kurz die verschiedenen Sachen. Dafür muss ich mal ganz kurz etwas googeln. Sekunde. Mir fällt gerade nichts ein. Ich suche jetzt einfach mal irgendwas. So, ich suche jetzt mal nach Hunden. Und die Description ist nichts anderes als das hier. Genau dieser Text wird euch angezeigt, wenn ihr den hier eingebt. Description. Es ist eine Kurzbeschreibung, da solltet ihr am besten irgendwie was mit eurer Website zu tun hat. Wonach Google allerdings auch indiziert, wie man hier sieht, fett gedruckt wird hier gerade Hunde, weil ich es gesucht habe. Also Google sucht ganz speziell nach verschiedenen Dingen. Ja. Moment, eben wieder auf den zweiten Bildschirm ziehen. So. Ach so, ja. Das Favicon kann ich euch ganz kurz zeigen. Ich habe hier eine Test-Website erstellt. Das Favicon ist nichts anderes als dieses kleine Bildchen hier. Das wird dort angezeigt. Das könnt ihr euch erstellen, indem ihr einen Generator benutzt oder wenn ihr ein bisschen mit Photoshop oder GIMP arbeiten könnt, könnt ihr euch das selbst erstellen. Dieses Favicon ist entweder in 16x16 Pixel Auflösung oder in 32x32 Pixel Auflösung. Höhere Auflösung kann ich euch nicht empfehlen, weil das einfach irgendwann zu anstrengend wird, das zu designen bzw. hochzuladen. So, als nächstes wagen wir uns eigentlich an den Body. Das mache ich aber in einem anderen Video, weil das sonst zu umfangreich wird im ersten Video. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist das hier. Das wird später der Link zu eurem Style Sheet. Und zwar ist es so, alles, was auf eurer Webseite, hier, auf dieser hier zum Beispiel, zu sehen ist, all das wird im HTML geschrieben. Dieser Text, dieser Navigationsbereich, die verschiedenen Links, Bilder werden über HTML eingebunden. Jedoch wird das Design, zum Beispiel, dass hier das eine andere Schrift ist wie diese hier, dass das hier unterstrichen wird, wenn ich darauf zeige mit meinem Cursor, oder dass hier das Bild so groß angezeigt wird und dass der und hier die Farben unterschiedlich sind. All dieser Design-Krams wird mit CSS gemacht. Das wird aber in einer Extra-Datei gemacht, in einer style.css. Das werden wir im nächsten Video klären. Hier wird nur darauf verlinkt. Den ganzen Wisch können wir jetzt einfach mal speichern und uns in unserem Ordner angucken. Jetzt haben wir hier unseren Ordner. Ich empfehle euch eine Ordnerstruktur. Die Indexseite, ein IMG-Ordner, wo ihr eure ganzen Bilder drin speichert. Und hier dann die ganzen verschiedenen Seiten. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Vielleicht habe ich euch ein bisschen auf den Weg gebracht, eure eigenen Webseiten zu erstellen. Wenn ihr Spaß dran hattet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt euch gerne die nächsten Videos angucken. Dort werdet ihr noch ein bisschen mehr über HTML und vor allem über CSS erfahren.